Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Wir sind jetzt in der Wüste angekommen, in der Pyramide bezüglich, mit allen drei Charakteren. Das könnte jetzt was werden. Wir müssen schauen, was wir am besten jetzt machen. Lecker. Wenigstens muss ich ihn jetzt nicht mehr mit mir herumtragen. Die Mistkäfer riechen den Dung. Sie sind ganz aufgeregt. Sie laufen an den Wänden des Lochs hin und her. Sie suchen eine Möglichkeit, zur Kugel zu gelangen. Kann man sie irgendwie weglocken oder vertreiben? Haben sie Angst vor Feuer? Das sind Elitekäfer. Wir haben ihre Ur- und so weiter Ahnen darauf drin. Mistkäfer sind sehr stark. Da bewegt sich gar nichts mehr. Die Spitze des Meißels klemmt zwischen dem Boden und dem zuvor beweglichen Säulenstück. Warte mal. Kann Nate nicht mit die Hand rausnehmen? Nee, oh Mist. Lass mich raten, hinter dieser Tür befindet sich die Grabkammer des Pharao? So ist es. Wie öffnet man sie? Du musst, hast du mal daran gerüttelt? Vermutlich muss man diese Scheibe drehen, um die Tür zu öffnen. Genau das verhindern allerdings diese beiden Steinstifte. Ah, jetzt können wir hier reingehen. Also schön, was passiert hier? Thank you.
Tafel mit kleinen Steinscheiben darauf. Sieht fast aus wie ein Brettspiel. Hinter solchen Tafeln haben wir früher Schätze verwahrt. Das Ding ist so eine Art Tresor? Ja, wenn du die Figur auf eines der Schatzfelder bewegen kannst, klappt die Platte auf. Es gibt Abgründe und Felder, die nach einmaligem Betreten zu Abgründen werden. Stachelfelder, die du nicht betreten kannst, aber der Golem schon. Der bewegt sich auf deine Figur zu, wenn du in gerader Linie zu ihm stehst. Okay. Und jeder kann den Tresor öffnen, sofern er nur das Spiel gewinnt? Naja, einige glaubten, wenn ein Dieb sich die Mühe macht, das Rätsel zu lösen, hat er es auch irgendwie verdient. Ich war nie dieser Meinung. Wollen wir es mal probieren? Also schön. Aber nein, das Geschenk steht da doch. Geschenk des Pharao an seine Lieblingskonkubine. Das klingt nach Was? Ich werde die ganze Zeit dieses Geräusch machen, während du... Die muss doch schon seit Jahrtausenden tot sein. Nee! Schon gut, schon gut. Irgendwas ist passiert. Und ist wieder rückgängig gemacht worden. Gitter und dahinter eine Art Gehege. Sieht allerdings nicht so aus, als würde hier noch eine Gefahr auf mich lauern. Auf dem Boden liegen nur noch ein paar Skelette. Was ist mit den Basilisken passiert? Ich bin kein Zoologe, aber es könnte problematisch sein, Basilisken ein paar tausend Jahre nicht zu füttern. Aber die Skarabäen haben auch überlebt. Ja, aber Scheiße gibt es in dieser Welt nun wirklich genug. Dank Vieh kann ich genug sehen. Und was ich sehe, gefällt mir nicht. Ein Rad in der Wand. Von der Positionierung her würde ich sagen, dass man damit das Gitter daneben öffnen konnte. Ganz recht. Wir hatten blinde Sklaven, die sich um die Basilisken kümmerten. Sie durften die Gehege erst öffnen, wenn alle anderen den Raum verlassen hatten. Die Basilisken brauchen das Rad nicht mehr. Eine schwere Steintür, verschlossen mit einem ausgeklügelten Mechanismus, wie mir scheint. Ich glaube, beide Steinstifte müssen zurückgezogen werden, um die Steinscheibe, die die Tür verschließt, drehen zu können. Eine schwere Hier, kannst du vielleicht besser gebrauchen als ich. Lukto! Verdächtig aussehende Da hinten ist irgendein Hebel. Ist bestimmt wichtig. Nett.
vor Jahren versteinerte Knochen riesiger Echsen gefunden. Wenn früher alle Tiere größer waren als heute, könnte das hier einem gewaltigen Hamster gehört haben. Ah, ist das ein weiterer Sarkophag oder sowas? Nein, das ist eine Werkzeugtruhe. Ziemlicher Aufwand, um ein paar Werkzeuge zu verwahren, oder? Lorem Ipsum wurde mit Wissen und diesen Werkzeugen erbaut. Wir verehren sie. Weißt du, wie man die Truhe öffnen kann? Du musst den richtigen Code einstellen. Er lautet gelb, rot, rot, blau, grün. Du erinnerst dich daran? Warum sollte ich nicht? Okay. Verschiedene Hämmer, ein Zirkel, ein Lot. Nicht sehr beeindruckend. Was ist das? Das ist nur ein Standard-Zeitmanipulator. Du solltest lieber das Lot mitnehmen. Zeitmanipulator? Er hält in einem kleinen Bereich die Zeit für ein paar Sekunden an. Praktisch, wenn man Arbeit an sich schnell bewegenden Teilen verrichten muss. Aber mit einem Lot kannst du Sachen genau senkrecht zum Erdboden bauen. Das ist wie Magie. Ich glaube, ich bleibe bei dem Zeitmanipulator-Dings. Der Zeitmanipulator hält die Zeit in einem begrenzten... Auch nichts. Ich wollte mir das Ding hier... Hier, nimm den Zeitmanipulator. Aber schön vorsichtig. Cool. Das war's. Wow. Die Grabkammer des Pharao Totot. Ja, das ist er. Habt ihr jemals so einen hässlichen Kerl gesehen? Dann ist das da wohl das Buch der Toten. Sieht so aus. Holen wir es und dann nichts wie raus hier. Nein! Oh, klar. Ich wollte nur gucken. Wow, das ist beeindruckend. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir sowas früher hatten. Ihr habt mich konstruiert, ehrwürdiger Tut, Tut. Ehrwürdiger Tut-Tut? Ja. Du bist Pharao Tut-Tut? Scheint so. Hey, du! Befreie mich von dem hier. König Tut ist wieder da. Hurra. Wie dem auch sei. Ich schätze, es ist okay, wenn wir das Buch der Toten jetzt mitnehmen. Wie kommst du darauf, Sterblicher? Ich bin nicht Gottkönig der Wüste geworden, indem ich meine Sachen verschenke. War ja klar. Na toll. Oh je. Mein undankbarer Reitherr will das Buch der Toten nicht einfach rausrücken. Und mit seinem steinernen Ebenbild legen wir uns besser nicht an. Entweder war Tut-Tut früher erheblich größer, oder die Statue wurde nicht nach Originalmaßen gebaut. Ob er etwas zu kompensieren hat? Die Statue behält uns genau im Blick. Ich kann es spüren.
sie bemerkt, sobald sich einer von uns dem Buch der Toten nähert. Schaut ihn euch an. Sitzt da wie ein Pharao. Ein Brett mit 5, 9, 16 Kugeln, die eine Art Pyramide bilden. Keine Ahnung, was das ist. Ein Brett kann... Im Inneren dieses Steinsarkophags dürfte der goldene Sarkophag des Pharao gelegen haben. Dürfte eine böse Überraschung für Mortimer gewesen sein, dass er noch bewohnt ist. Wo ist eigentlich Mortimer? Die Wandmalereien scheinen etwas mit diesem Brett mit den Kugeln darauf zu tun zu haben. Vielleicht eine Art Ritual? Die Wandmalereien scheinen vielleicht... der Tunnel ist eindeutig neueren Datums als der Rest hier. Ich vermute, dass es Mortimers Weg hier raus war, nachdem die Steinkugel ihm den Rückweg versperrte. Klettere durch den Tunnel, warte mal. Ein Brett mit 5, keine Ahnung. Die Wandmaler... Hi. Sei gegrüßt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du vor der Pyramide vom verrückten Pharao Tuttut gesprochen hast. Daran würde ich mich doch wohl erinnern. Als wir hier reinkamen, hast du dich selber hässlich genannt. Und ich würde das Wort des Pharao nie anzweifeln. Du bist verrückt und hässlich. Wo bin ich? Ich hätte nicht gedacht, dass es zu deiner Zeit schon Golems gab. Natürlich gab es sie. Ich habe sie erfunden. Wie hätten wir ohne riesige lebende Steinstatuen die Pyramiden errichten sollen? Mit Seilen, Schlitten und viel Muskelkraft? Ja. Immer wenn ich eine Golem-Geschichte höre, endet sie in einer Katastrophe. Ach was. Wenn man sie weise und maßvoll einsetzt, passiert nichts. Unser blühendes Lorem Ipsum da draußen ist der Beweis dafür. Das Buch der Toten. Du hast es, ich brauche es. Was genau willst du mir damit sagen? Findest du nicht, dass du mir etwas schuldest? Dir etwas schulden? Ohne mich wärst du nie hier reingekommen. Ich habe die Pyramide geöffnet, ich habe zusammen mit meinen Freunden das Tor zur Grabkammer geöffnet. Ich habe dich sogar die Hälfte der Zeit auf meinem Rücken herumgetragen. Kennen wir uns? Was hat es mit diesem Brett und den Kugeln auf sich? Das ist das Nimmspiel. Mein Lieblingsspiel. Ich bin unschlagbar darin. Tatsächlich? Wie funktioniert es? Also, man muss... Ja, genau. Jeder von uns darf abwechselnd eine beliebige Menge von Kugeln vom Brett nehmen. Aber immer nur Kugeln aus einer Ebene der Pyramide. Und wer die letzte Kugel nimmt, der hat verloren. Willst du eine Partie spielen? Los geht's, du fängst an. Okay. Er hat eine daraus genommen. So. Verloren, verstehe. Tja, aber nur das ist kein Glück, wollen wir. Los geht's. Wenn ich die 3 nehme, nimmt er die 2. Dann nimmt er die. Schon wieder verloren. Hä? Aber nur das sieht man. Na los.
bleiben wieder zwei übrig. Dann nimmt er die beiden. Oh mein Gott, wie doof. Ja, ich hab gewonnen. Das ist kein Glück, Bot. Los geht's. Nee, es reicht doch irgendwann mal. Schau mal, wo der Tunnel hinführt. Sowas verursacht bei mir schon wieder schlechte Laune. Das brauchen wir nicht. Hätten wir früher von dem Gang gewusst, hätte uns das einige Mühe erspart. MacGuffin wollte die Grabkammer vielleicht vor Grabräubern schützen. Oder er wollte seinen privaten Zugang, um die Kammer später selber ausräumen zu können. Alles klar. Also schön. Beim Nimmspiel werde ich... Achso, warte mal. Nimm. Hier. Danke. Die Statue ist ab. Hi. Auf Wieder. Hubele. Hi. Alles. Also schön. Wie fange ich an? Alles klar. Schon wieder gewonnen. Bist du sicher? Natürlich. Du hast die letzte Kugel genommen. Aber ich dachte, das macht mich zum Gewinner. Nein, es ist ganz eindeutig. Wer die letzte Kugel nimmt, der gewinnt. Aber das hieße ja, ich hätte verloren. Das hieße es wohl. Aber... ich verliere nie. Das wäre auch besser. Was würde dein Volk sagen, wenn der gottgleiche Pharao gegen einen Sterblichen verlieren würde? Mein Gott. Das darf es nie erfahren. Du könntest mich mit etwas bestechen. Ja, oder ich könnte dich von meinem Golem zerquetschen lassen. Eine Bestechung? Hervorragende Idee. Ja, ich weiß. Ist mir einfach so eingefallen. Was willst du haben? Das Buch der Toten? Es gehört dir. Dafür verrätst du niemandem, dass ich die Tempeldienerin beim Umziehen beobachtet habe. Abgemacht. So. Nimmst du das Buch, Amma? Das Buch der Toten. Was jetzt? Fehlt nur noch der Kompass. Auf zum roten Piraten. Mein Gott. Leinen. Oder brauchen wir jetzt gar nicht mehr reinzugehen, ne? Ein
ein ziemlich grimmig dreinblickender Affe verhindert das. Danke. Suchst du den hier? Das würde ich mir überlegen. Denk mal nach, wie habe ich den Schlüssel bekommen? Na? Mit Magie. Schau dir an, was Magie alles bewirkt hat. Willst du in ein rosa Tütü gesteckt werden und mit Chantal spielen? Lauf, ich gebe dir 10 Sekunden Vorsprung. Da bin ich wieder. Keine Bewegung. Wie bist du an dem Affen vorbeigekommen? Vielleicht hat die unsichtbare Macht mir geholfen. Das nimmst du zurück. Ganz ruhig, ich will keinen Ärger. Und du hast immer noch den Kopf. Ich wollte nur mit meinen alten Freunden abhängen. Richtig, Kumpels? Gut. Gut. Sie sind alles, was mir geblieben ist. Am besten lasse ich mir schnell etwas einfallen, wie ich ihn dazu bringen kann, mir den Kompass zu geben. Und dann nichts wie weg hier. Wenn ich den Kompass stehle, habe ich den Roten und seine Viecher am Hals. Besser ergibt ihn mir freiwillig. Ach, jetzt kann ich die Figur verrücken. Okay. Besser nicht. Der Rote würde bemerken, wenn ich die Statue verrücke. Hat William sich gerade bewegt? Weiß nicht. Hat er? Naja, warum sollte er nicht? Freunde, lebendige Freunde, bewegen sich, nicht wahr? Er hat sich bewegt. Wer hat sich bewegt? William. Er will mir etwas sagen. Du meinst, die steinerne Statue will dir etwas sagen? Das könnte böse für dich ausgehen. Böse? Naja, du hast ihn verwandelt, oder? Vielleicht gefällt ihm und den anderen das nicht. Und wie willst du dich dagegen wehren? Sie sind schon aus Stein. Oh, ich lasse sie nicht aus den Augen. Nicht blinzeln. Zeit, etwas Spaß zu haben. Nein! Nein! Was wollt ihr von mir? Sie wollen deinen Tod. Ich versuche, sie aufzuhalten. Lauf! Das hat besser funktioniert, als ich zu hoffen gewagt hätte. Der Geisterkompass. Damit haben wir das Buch der Toten, den Kompass und den Lebensfunken. Alles, was wir brauchen, um Alistair zurückzuholen. Auf zum Orakel. Gulasam erit barium exetric. Gut, jetzt noch der Lebensfunke. Es hat nicht geklappt. Was ist geschehen? Erzmagier Alistair? Warum bin ich ein Frosch?
Ja, warum ist er noch ein Frosch? Wir haben seinen Geist zurück in diese Welt geholt. Die Rückverwandlung in einen Menschen war nie Teil der Abmachung. Aber... Nee, oder? Es gibt einen einfachen Weg, einen verzauberten Frosch zurück in einen Menschen zu verwandeln. Er muss lediglich von einer jungfräulichen Prinzessin geküsst werden. Nur, wo sollen wir so eine finden? Oh. Aber ich verstehe nicht. Warum ist Ivo schwanger? Das Artefakt. Hä? Ivo trug lange das Artefakt des Schicksals, das jeden Wunsch erfüllen kann. Wenn man sich in der Nähe eines so mächtigen magischen Gegenstands befindet, kann die Magie abfärben. Sie wirkt nach, selbst wenn man den Gegenstand nicht mehr hat. Aber ich habe mir kein Kind gewünscht. Ich spreche nicht von dir. Also, naja, ich... Du hast mir das angetan? Du hast dir gewünscht, mit mir eine Familie zu gründen? Das, ja, aber ich wusste ja nicht. Ivo vom Waldlandreich, möchtest du meine Frau werden und den Rest meines Lebens mit mir verbringen? Ja. Ja. Oh, herzlichen Glückwunsch, schön. Wir werden bald eine richtige Familie sein. Und wir mussten dafür nicht einmal Sex haben. Ja, ja, super. Aber nun erzählt, was ist geschehen? So, bevor es jetzt aber weitergeht, würde ich sagen, wir machen hier einen Cut für die Folge. Es hat mich auf jeden Fall wieder riesig gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Lasst auf jeden Fall mein kleines Kommentar unter meinem Video da. Und auch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.